Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer neuen Karte. Heute machen wir eine Dinlang-Karte zum Thema Bücher. Ich habe hier Aquarellpapier, das habe ich mir etwas größer als die Stanze zugeschnitten und kurbel das Ganze jetzt zum Teil durch die Stanz- und Prägemaschine. Ich habe hier einen A5, habe das Ganze umgedreht und die Rückseite oder das letzte Stück noch mit ausgestanzt. Ich habe ungefähr ausgemessen, wie groß mein Kartenrolling sein muss, beziehungsweise im Moment geht es, glaube ich, um das Inlay, das heißt das, was in die Mitte reinpasst, und schneide mir halt das Ganze passend zurecht. Wo ist denn mein Zettel? Oh. Das hier ist mein großer Hebelschneider und ich habe hier, glaube ich, die Kartengröße zugeschnitten. Und zwar ist das 20 x 20,5 cm. Das heißt, die Karte ist etwas kleiner als jetzt das Ausgestanzte, was vorne auf die Karte draufgeklebt wird. Dadurch, dass aber das ja drüber liegt, wird das nicht wirklich auffallen. Ich möchte halt, dass der Wellenrand quasi übersteht und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Karte selbst etwas kleiner zu machen. Also wie gesagt, 20 x 20,5 cm zugeschnitten, das Ganze noch gefalzt in der Mitte, das heißt bei 10 cm. Jetzt wird das Ganze schon zusammengeklebt, das heißt ich habe doppelseitiges Klebeband und natürlich wie immer auch meinen Tacky Glue von Tonic Studios. Ich weiß nicht, also nur doppelseitiges Klebeband klebt für mich nicht ausreichend und deswegen arbeite ich gerne mit beidem. Das heißt, also das doppelseitige Klebeband gibt dem Ganzen den Soforteffekt, dass das kleben bleibt und der Flüssigkleber, der stellt sicher, dass nach der Trocknung das Ganze wirklich fixiert ist und nicht mehr auseinander geht. Das hier ist ein Zuschnitt. Ich habe aus hier diesen Stanzen, ich glaube, wenn ich das jetzt finde. Während der Autofahrt habe ich tatsächlich mit diesen Stanzen gearbeitet und aus drei verschiedenen Designpapieren, beziehungsweise zwei Designpapiere und einmal eine Buchseite, mir Streifen zugeschnitten und aus diesen Streifen dann den Hintergrund geklebt. Der ist 19,6 x 9 cm im fertigen Zustand. Jetzt schneiden wir uns das Ganze noch, also eine Mattung hierfür zu. Das ist Kraftpapier in, nee, andersrum. Der Aufleger aus dem Designpapier und aus den Streifen war 19,2 x 8,6 cm und das Kraftpapier war etwas größer, das heißt 19,6 x 9 cm. Hier habe ich Vintage-Foto, Distressfarbe und mein trockenes Feuchttuch. Ich färbe mir damit die Kanten ein, damit halt der Abschluss etwas schöner ist und man nicht die angeschnittene weiße Seite sieht. Das Ganze wird jetzt mit Klebestift aufeinander gesetzt, weil ihr kennt mich ja, es muss auf jeden Fall genäht werden. Das habe ich natürlich nicht vor der Kamera gemacht. Hier die Streifen, oder die Papier sage ich schon, die Fäden nach hinten gezogen und mit Klebestreifen das Ganze fixiert. Und so sieht das Ganze dann sozusagen aufgelegt auf die Karte aus. Ich fand das ganz nett. Habe mir jetzt aus Transparentpapier einen Streifen abgerissen, kann man nicht anders ausdrücken, und klebe das Ganze auf der Rückseite mit Tesafilm fest, damit man das halt vorne nicht sieht. Und das war jetzt das Motiv, was ich für diese Karte mir ausgesucht habe. Das kommt später. Und ich dachte, ich habe so viele Stanzen für Wörter und zum Thema Bücher muss ich ja sagen, das erste Buch, was bei mir immer in den Kopf kommt, das ist Harry Potter. Ich glaube, ich war um die 13 rum, wo ich das erste Mal in Kontakt mit den Büchern von Harry Potter gekommen bin und seitdem sind das unter anderem meine Lieblingsbücher und auch das Genre Fantasy ist mir quasi erhalten geblieben. Ich habe jetzt vor der Kamera euch gezeigt, dass ich die Wizard-Buchstaben ausgestanzt habe. Einmal aus Spiegelkarton in Rot und dreimal jeweils aus Karteikarte.
Die habe ich aufeinander geklebt und mir die Buchstaben so angefertigt. Jetzt geht's um den Spruch. Eigentlich ist das ein Stempel von My Favorite, nehmen wir nicht My Favorite Things, von Forever Friends. Und zwar heißt der insgesamt Some Bunny Loves You. Ich habe das auseinandergeschnitten, dass ich Some hatte als Einzelnen und Loves You. Deswegen habe ich das jetzt auch gerade mit der Stempelhilfe zweimal gestempelt. Der erste Abdruck hat mir halt nicht gefallen. Und ich möchte halt aus dem Some Bunny Loves You ein Some Wizard Loves You. Das Ganze wird jetzt noch ausgestanzt. Wie ihr seht, wie immer, ich arbeite mit meinen Resten. Da waren zwei Motive von TPS mal drauf gewesen und ja, auch das wird aufgehoben. Da sind jetzt Wörter bzw. Streifen, Stanzen von Gina Kay. Ich habe mir zwei Größen ausgesucht und habe die jetzt mit Klebeband fixiert. Das ist das lila Klebeband vom Action, damit das Ganze halt nicht verrutscht. Und auch hier schneide ich mir das Ganze noch, also ich stanze die Sachen noch dreimal aus, um die aufeinander zu kleben, um dem Ganzen etwas Stabilität und auch Höhe zu verleihen. Das habe ich tatsächlich im Video gelassen. Also ich dachte, ich habe das raus. Aber okay. So seht ihr ungefähr, wie das funktioniert. Also so habe ich das wirklich auch mit den Buchstaben, mit allen einzelnen Buchstaben gemacht. Das Problem ist halt dieser Prozess. Es gibt halt sehr viel her, diese Erhabenheit, aber auch diese Stabilität. Also ihr habt da wirklich so einen Effekt, wie als ob ihr mit richtig dicken, festen Papier arbeitet und benutzt das, was ihr normalerweise eventuell eh wegschmeißen würdet. Oder habt den sogenannten Chipboard-Effekt. Das heißt, das kann man ja teilweise sich ja kaufen, aber das ist total unnötig, weil ich meine, Papier hat jeder zu Hause. Das ist mein T-Lineal. Damit versuche ich das Ganze jetzt auch halbwegs gerade aufzukleben und fange dann von hinten an. Jetzt kommen erstmal die ganzen Buchstaben. Ich versuche den Abstand zwischen den Buchstaben gleich zu halten. Und auch hier wird auch mit Flüssigkleber gearbeitet. Das gibt euch ein bisschen Freiraum, dann die Buchstaben auch noch etwas bewegen zu können, zu positionieren. Und nach dem Andrücken und Beschweren ist das eigentlich eine sichere Sache. Das wird euch nicht mehr abgehen. Da braucht ihr auch nicht wirklich viel Kleber. Ein Hauch von Kleber reicht. Also es sollte nicht so viel sein, dass das von den Seiten her rausquillt. Hier ist tatsächlich weniger mehr. Und nachdem ich meine Buchstaben fertig hatte, habe ich dann die Wörter noch dann ergänzt. Und irgendwie war mir das Ganze etwas zu nackig oder die sauber abgeschnittene Kante vom Transparentpapier hat mich etwas gestört. Also habe ich mein Bäckertwein rausgenommen, drei in etwa gleich große also Stücke abgeschnitten, einmal geknotet und das Ganze wieder auf der Rückseite mit Klebestreifen fixiert. Hier habe ich ein Stück Graupappe. Ich schneide sie mir in etwa kleiner als mein Kartenaufleger. Also es muss nicht auf den Millimeter genau sein, in etwa. Hier auch wieder mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber. Also das Ganze wieder zusammenkleben. Wie gesagt, es gibt eigentlich kaum eine Karte, die ich ohne Flüssigkleber mache. Die Pappe ist nicht allzu dick, die ist, glaube ich, höchstens 1 mm, aber die gibt halt Stabilität für den Kartenaufleger und auch etwas Abstand. Also man könnte hier natürlich auch mit Schaumklebeband arbeiten, aber wenn ihr
wie ich ganz viel Reste habt oder auch in dem Fall eine Verpackung oder ähnliches. Das ist meiner Meinung sogar besser für die Umwelt. Was man hat, sollte man benutzen. Und ja, das Ganze habe ich jetzt mit Klammern fixiert, damit das vernünftig antrocknet und nicht quasi sich wieder ablöst. Und ja, wir sind ja schon beim Motiv und meinen geliebten Distress Reinkern. Wassertankpinsel, hier auch noch ein Taschentuch, damit ich die Farben zwischendurch auch vom Pinsel sauber ablösen kann. Wir fangen an mit rosa Wangen und dann auch schon mit Braun für die Schühchen, für den Hut. Und ich habe gedacht, das ist so eine Art Leder. Also habe ich hier den Gürtel auch in der Farbe, genauso wie den Zauberstab. Meistens sind die ja auch aus Holz, deswegen passt das schon. Und ich fange immer recht zart an. Das heißt, ich versuche mit der hellsten Farbe erst das Ganze flächig auszumalen. Und da, wo ich denke, die Stellen sind besonders hell, die lasse ich dann halt aus. Für den Hautton habe ich mich bemüht, ganz stark verdünnt meinen hellsten Braunton zu verwenden, damit das halt alles ein bisschen ja nicht zu düster wird und die Haut auch, ich sag mal, hell bleibt. Ich habe hier auch schon zum Teil den Schatten angedeutet. Das heißt, das ist sozusagen schon für die Haut der zweite Anstrich. Da wird die Nase ja schattiert. Und auch so, sonst, wo ich denke, wo der Schatten liegen könnte, da werden die Stellen halt etwas dunkler. Da ich für meine Buchstaben die Farbe Rot aus Spiegelkarton genommen habe, dachte ich mir, dann wird Rot meine Signalfarbe werden für diese Karte und habe halt hier die Schleife in Rot angemalt und auch, ich denke mal, das ist eine Art Spitze oder Stoff, der da rausschaut unter dem Hut, auch in Rot, genauso wie den Rock. Und das Ganze wird natürlich noch intensiviert, noch ist das relativ zaghaft, damit sich das Ganze halt ja zu den Buchstaben auch anpasst. Für die Bluse habe ich, ich glaube, Palmiston müsste es gewesen sein, einen hellen Grauton verwendet und das Ganze nur schattiert, damit das halt weiß bleibt. Die Augen habe ich bläulich angemalt. Und für den Kessel habe ich Schwarz stark verdünnt verwendet. Und dann das Ganze noch intensiviert. Das heißt, je mehr Wasser ihr dazu gebt, wird die Farbe natürlich dünner und heller. Für den Zaubertrank habe ich dann einen Rotton genommen. Genauso wie für das Licht um den Zauberstab. Das kommt gleich. Und dann für die Haare, da ich die quasi gelb bzw. blond behalten möchte, habe ich mit Orange das Ganze etwas schattiert. Der Hut wird natürlich in Brauntönen schattiert. Das heißt, da wo das Ganze Schatten wirft, zumindest in meinen Augen, wird das Ganze intensiviert. Auch hier mit Braun wird das Ganze in, also das, was rot ist, auch schattiert. Und auch die Haare kriegen noch etwas Braun dazu, damit das Ganze halt ein bisschen dunkler wird. Ihr müsst bedenken, dass das Ganze jetzt fünffach schneller ja, gezeigt wird als das, was ich aufgenommen habe. So schnell kann ich nun mal nicht kolorieren, wie ich gerne hätte. Aber ich möchte euch halt auch nicht unendlich hier lange aufhalten und langweilen. Und ich meine, für diejenigen, die da, für die das vielleicht auch schon uninteressant ist, die können auch vorspulen. Hier ist das Rot, was ich ge gemeint habe für den Zauberstab. Ich habe das intensiv in der Mitte gemalt und das Ganze ein bisschen nach außen hin ausgewaschen. Und ich meine, wir sind jetzt schon bei Schwarz oder sehr dunklem Braun. Das ist leider. Es könnte schwarz sein.
Ich muss auch sagen, das Video habe ich jetzt, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen gedreht. Deswegen tut mir leid, ich weiß leider auch nicht mehr alles. So, also wenn das braun ist, dann ist das auf jeden Fall das dunkelste Braun, was ich habe. Aber ich vermute tatsächlich, dass das schwarz gewesen ist, weil schwarz ist immer die letzte Farbe und ich habe den Kasten ja gerade weggeräumt. Die Augen werden noch mit einem Fineliner nachgezogen, die schwarzen und die weißen Punkte. Und auch etwas Highlight für die Wangen. Und mit meinem Glitzer, Stift von Nuvo habe ich noch das Ganze beglittert, da wo quasi der Zaubertrank jetzt rausguckte und so weiter. Ich habe das Ganze von Hand mit der Schere ausgeschnitten und habe mir dann überlegt, dass ich für mein Motiv noch eine Art Hintergrund machen möchte, damit das Motiv halt noch mehr zur Geltung kommt und nicht einfach, ja, ich sag mal, bei diesem etwas ablenkenden Hintergrund untergeht. Und habe aus demselben Action-Stanzen-Set auch jetzt einen gewellten Rechteck gestanzt. Das ist jetzt auch übrigens Aquarellpapier. Und habe mir Kleckse genommen. Von Wilder Stamps müsste es gewesen sein. Ja, Wilder Stamps Splats Kit V424 ist das. Habe mir einige davon ausgesucht und zwei Memento-Farben in Rottönen dazu genommen. Die positioniert und mit Klebeband fixiert, weil die sind bei mir immer noch nicht montiert. Ich weiß nicht, in letzter Zeit, einerseits ist man faul, andererseits ist es total unnötig, weil die Stempelhilfe einem doch einiges abnimmt. Das Ganze habe ich jetzt zweimal gestempelt übereinander. Erstmal mit dem helleren Rotton, der wirklich wie frisches Blut aussieht und ich fand irgendwie, das passte jetzt auch. Erstens sind wir ja quasi bei der Signalfarbe Rot gewesen. Hier sind kleinere Spritzer, die sind jetzt in dem dunklen Rotton, das ist so fast schon Weinrot. Und ich dachte, unten ist noch ein bisschen Platz, dann wiederholen wir das Ganze noch ein bisschen. Dadurch, dass das Aquarellpapier strukturiert ist, muss man halt tatsächlich hier zweimal übereinander stempeln, damit das halt auch die Struktur etwas besser erwischt. Hier ist meine Spritzkiste. Ich habe jetzt das hellste Rot auf meinen Acrylblock abgestempelt, quasi mit Wasser besprüht. Und mit einem Pinsel werde ich das Ganze jetzt ein bisschen vermischen und wir spr mit Spritzern quasi über das Gestempelte noch drüber gehen. Dadurch, dass das Wasser, also mit Wasser ist, wird das Ganze halt noch angefeuchtet und die Farbe verläuft auch ein bisschen. Natürlich, wie immer, eure Stempel sauber machen nach dem Stempeln und wegräumen, damit ihr sie auch nicht suchen müsst. Das Ganze habe ich auch trocknen lassen, beziehungsweise nicht ganz. Ich musste, glaube ich, auch gleich noch mit Föhn das Ganze noch richtig trocken föhnen. Hier ist wieder ein Stück Graupappe oder besser gesagt zwei Stücke, auch wieder mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigklebeband. Da wusste ich es doch. Da das Ganze noch nicht richtig getrocknet hatte, musste ich halt ein bisschen nachhelfen. Mit dem Heißföhn funktioniert das natürlich super. Hier wieder quasi etwas Abstand durch die Graupappe und dann durch. Hebt sich das noch ein bisschen mehr von der Karte ab und es macht schon sehr viel Unterschied, ob man etwas flach auf etwas aufklebt oder wirklich mit Abstand. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Motiv. Und ja, wie ihr seht, ich habe noch Garn verwendet. Ich habe so metallisches Garn, ich glaube vom Lidl müsste es gewesen sein. Da wickele ich wieder um die Finger herum und mache mir sozusagen so eine Schlaufe. Das Ganze wird einfach auf das Gestempelte draufgelegt. Hier habe ich Abstandsklebeband genommen, tatsächlich, damit es halt schneller geht. Das ist ja schon selbstklebend. Die eine Seite lasse ich dann auch so und die Rückseite, mit der ich arbeite, wird halt mit Flüssigkleber noch ergänzt, damit ich auch ein bisschen Spielraum habe, falls ich dann nicht beim ersten Ansetzen direkt alles richtig sitzen habe und das Ganze noch bewegen kann. Ganze andrücken. Hier ist noch ein Faden, der lose ist. Den habe ich einfach drunter gequetscht mit meinem Prickelhilfe, damit der Faden halt nicht so extrem rausschaut.
Jetzt fehlten eigentlich noch Schmucksteine. Richtig, genau. Ich habe meine Schmucksteine ja nach Farbe sortiert. Das heißt, wie in dem Fall Signalfarbe Rot, habe ich mir meine roten ausgewählt. Ja, die großen habe ich jetzt ein bisschen drunter versteckt, damit sie halt nur zum Teil rausgucken und auch, ich sag mal, nicht so dominant sind und doch trotzdem eine gewisse Wirkung haben. Dann habe ich geguckt, was ich passendes dazu habe, und ich hatte genau noch drei Stück von Enamel Dots, glaube ich, heißen sie. Da sind abgerundete, in dem Fall auch beglitzerte Elemente. Und ja, damit habe ich meinen Bestand in der Farbe zumindest aufgebraucht. Dann habe ich mir meine ganz, ganz kleinen 2 mm Schmucksteine rausgepickt und dann darf, also ich habe so eine gemischte Packung, davon die roten ausgesucht und klebe noch ein paar quasi als Erweiterung, weil irgendwie, ja, bei Schmucksteinen kann ich einfach nicht aufhören. Ja, aber damit sind wir tatsächlich auch schon durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, Kritik, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, was ihr wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.